Hallo und herzlich willkommen, hier ist das Hochbahnmagazin. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ein Tarif, eine Fahrkarte und ein Fahrplan, das war vor genau 50 Jahren das erklärte Ziel, als der HVV gegründet wurde. Damals war es eine echte weltweite Sensation, denn einen solchen Zusammenschluss hat es bis dorthin noch nicht gegeben. Die Hamburger Hochbahn ist ein wichtiger Teil des Hamburger Verkehrsverbundes und befördert im Auftrag des HVV täglich 1,2 Millionen Fahrgäste. 50 Jahre HVV. Wir schauen uns die Entwicklung des Verkehrsverbundes in der heutigen Ausgabe mal ein bisschen genauer an. Und dafür begeben wir uns zunächst einmal ins Jahr 1965. Am 29. November gründen der Bürgermeister, der Verkehrssenator sowie Vertreter der Hochbahn, der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein und der Deutschen Bundesbahn den ersten Verkehrsverbund der Welt. Es geht darum, einen Gemeinschaftstarif auszuarbeiten, der die Fahrkartenflut ersetzen soll. Früher war es nämlich so, dass wenn man sich durch das gesamte Hamburger Gebiet sich gestängelt hat, bis zu 7 verschiedene Tickets brauchte. Echt? Ich habe nur eins, Gott sei Dank, für den Großbereich. Und mittlerweile ist das ja alles ein Tarif, ein Fahrplan. Ja, wunderbar. Ja. Ist gut so, oder? Das ist gut. Warum ist das so? Ja, praktisch, zeitgemäß. Durch den abgestimmten Fahrplan der Verbundverkehrsunternehmen wurden zudem die Umsteigezeiten deutlich reduziert. Von diesen Vorteilen konnten schon damals 2,4 Millionen Einwohner des ca. 3000 Quadratkilometer großen HVV-Gebiets profitieren. Heute sind es etwa 3,5 Millionen Einwohner auf rund 8600 Quadratkilometer. Die große Frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen HVV und Hamburger Hochbahn? Ich frage mal nach. Die Zeit läuft jetzt. Ist alles das Gleiche. Ja, eben nicht. HVV und Hamburger Hochbahn? Was dann ein Unterschied ist, das wusste ich bisher nicht. Also HVV ist ja Hamburger Verkehrsverbund. Genau. Und die Hochbahn selber. Eine ist Bus, eine ist vielleicht Bahn, keine Ahnung. Hamburger Hochbahn sind die U-Bahn und die innerstädtischen Busse und das andere ist nur der Verkehrsverbund. Genau, und dieser Verkehrsverbund besteht heute aus 30 Verkehrsunternehmen. In einem Orchester wäre der HVV sozusagen der Dirigent und die Verkehrsunternehmen das Ensemble, das die unterschiedlichen Instrumente, also Verkehrsmittel, bedient. Als größtes Verkehrsunternehmen des HVV betreibt die Hochbahn 4 U-Bahn-Linien und mehr als 100 Buslinien. Um noch mehr über die Aufgabenverteilung zwischen HVV und Hochbahn zu erfahren, treffen wir uns mit Lutz Aigner, dem Sprecher der Geschäftsführung des Hamburger Verkehrsverbundes. Klar ist, die Verkehrsunternehmen und die Hochbahnen in Hamburg natürlich speziell sind für den Betrieb zuständig, für das Geschäft vor Ort. Die betreiben die Busse und die Bahnen, die investieren, die bauen, die sorgen dafür, dass es draußen läuft. Das ist die Kernaufgabe und das Grundgeschäft. Der HVV ist eher zuständig für den Tarif und für die Organisation der Verkehrsunternehmen untereinander, sodass wir ein einheitliches Produkt gegenüber dem Kunden haben. Hinzu kommt, dass der HVV mit den Verkehrsunternehmen die Vereinbarung getroffen hat, bestimmte Aufgaben stellvertretend für alle zu übernehmen. Im Falle der Hochbahn lässt sich diese Regelung ganz gut am Beispiel des Callcenters beschreiben. Also wenn Sie im Callcenter der Hochbahn anrufen, dann reden Sie mit einem Hochbahnmitarbeiter, der meldet sich aber mit HVV. Und das Callcenter wird von allen Verkehrsunternehmen bezahlt. Und die Hochbahn hat weitere wichtige Aufgaben für den HVV und das ist das ganze Thema Online-Vertrieb, Online-Ticketing. Hochbahn und HVV sind da so ein bisschen der Nukleus, was die Entwicklung elektronischer Vertriebsmedien angeht. Okay, soweit so gut, doch warum kümmert sich nicht einfach ein großes Verkehrsunternehmen um alle Belange? Wir sind ja nicht nur 30 Verkehrsunternehmen, sondern wir sind auch 3 Bundesländer und 7 Landkreise. Und das wäre mit einem großen Verkehrsunternehmen natürlich sehr schlecht zu organisieren, weil man in einem Unternehmen auf einmal 10 verschiedene Finanzierungswege hätte zum Beispiel. Und so ist es gar nicht schlecht, wenn vor Ort das kommunale Unternehmen mit seinem Aufgabenträger zusammenarbeitet und wenn dann der HVV als zentrale Einheit die Dinge so miteinander vernetzt, dass ein einheitliches Produkt dabei rauskommt. Das einheitliche Produkt ist also das Ergebnis des mittlerweile 50 Jahre alten Zusammenschlusses. Nun möchten wir aber nochmal genau wissen, wie es vor 1965 in der Metropolregion um den ÖPNV bestellt war. Antworten darauf liefert uns der ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende Reinhard Krause.
Die Situation im Nahverkehr vor der HVV-Gründung beschreibt der 79-Jährige mit drei Worten. Umständlich, Kartenwirrwarr und teuer. Und da liefen dem ÖPNV die Kunden weg. Und dann wurde 1965, deswegen ja jetzt das Jubiläum in diesem Jahr, der HVV gegründet. Und dem Erfolgsmodell haben ja viele Städte auch anschließend nachgeeifert. Ja, Hamburg wurde zur Pilgerstadt. Die New York Times, die ja sonst über Deutschland kaum was berichtet, hat über den HVV berichtet. Und aus allen Städten. Und so wurde eigentlich der HVV die Blaupause für spätere Gründungen, Verbundgründungen. Aber es dauerte noch 6 Jahre, bis der erste in München entstand. Danach kam Frankfurt zu, glaube ich, 73, dann Stuttgart 77 und in den 80ern der große Rhein-Ruhr-Verbund, das ist ja ein Riesenverbund. Und dann nachher hatte jeder, und heute ist das ja, wie gesagt, wenn Sie auf die Karte gucken, da gibt es kaum noch weiße Flecken ohne Verbund. Wenn man jetzt 50 Jahre, 5 Jahrzehnte Revue passieren lässt, kann man sozusagen wichtige Meilensteine setzen, und können Sie mir darüber einen groben Überblick geben? Also die goldenen Gründerjahre bis 74, 75, und der Einschnitt war ein nationaler oder internationaler, das war nämlich damals die Ölpreiskrise. Das heißt, Bevölkerung ging zurück, Arbeitsplätze gingen zurück und die öffentlichen Finanzen gingen zurück. Geld war knapp. Der HVV konnte nicht mehr so viel Experimente machen. Und wie wurde dann sozusagen der Turnaround geschafft, dass es dann der wieder der Turnaround hin war der Mauerfall. Die Öffnung nach Osten oder von Osten und gleichzeitig die Erweiterung der EU. Und da wuchs Hamburg. Das war also eine Euphorie. Und gleichzeitig kam der Umweltschutz. Und damit bekam natürlich der ÖPNV einen großen Schwung. Und man hat also die Unternehmen gezwungen zu rationalisieren. Vielen Dank fürs Gespräch. Das war unser Blick in die Vergangenheit. Und jetzt werfen wir einen Blick in die Zukunft. In den Kurznachrichten geht es unter anderem um das Thema Switch 2.0. Ab Frühjahr 2016 hat Switch 3 neue Kooperationspartner, die Carsharing-Anbieter DriveNow, Cambio und CityCar. Dadurch bietet das Mobilitätsangebot unter Federführung der Hochbahn seinen Nutzern eine größere Auswahl. Mit Switch kann man spontan und flexibel zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln wechseln. Das Projekt startete 2013 und ist schon jetzt das erfolgreichste seiner Art in Deutschland. Derzeit gibt es 8 Mobilitätsservicepunkte in Hamburg und knapp 2.700 Kunden. An der U-Bahn-Haltestelle Saarlandstraße ist eine neue Bike-and-Ride-Anlage eröffnet worden. Insgesamt umfasst die Station 162 Stellplätze für Fahrräder. 12 davon sind abschließbar und kostenpflichtig. Es ist die erste Anlage, die nach den Vorgaben des neuen Senatskonzepts entwickelt wurde. Und wir hoffen uns dadurch eine ganz starke Wirkung, dass Fahrradfahrer dann eben die Verbindung zum öffentlichen Nahverkehr viel intensiver herstellen. Zu den bestehenden 16.000 schafft der Senat in 10 Jahren 12.000 weitere Fahrradabstellmöglichkeiten im direkten Umfeld von U- und S-Bahn-Haltestellen. Das Investitionsvolumen beträgt 30 Millionen Euro. Die U-Bahn-Haltestelle Ochsenzoll ist barrierefrei. In den vergangenen 8 Monaten wurde der U-Bahnhof der Linie U1 mit einem Fahrstuhl ausgestattet. Außerdem wurde ein Blindenleitsystem installiert und der Bahnsteig teilerhöht. Ochsenzoll ist die 18. Haltestelle, die seit 2012 im Zuge des LIFT-Programms barrierefrei gestaltet wurde. Das Referendum über die Olympischen Spiele 2024 in Hamburg rückt immer näher. Am 29. November stimmen die Hamburger aber nicht nur über die Bewerbung für das größte Sportereignis der Welt ab, sondern auch über ein zukunftsweisendes Verkehrsmodell. Die Organisatoren setzen dabei auf ein Konzept der kurzen Wege. Bei einem positiven Abstimmungsergebnis und einer erfolgreichen Olympiabewerbung würde die Metropolregion Hamburg von einem deutlich verbesserten ÖPNV und einer optimierten Fahrradinfrastruktur profitieren. So, liebe Zuschauer, wir sind zurück aus den Kurznachrichten. Mittlerweile bin ich mitten in der Innenstadt zusammen mit dieser Rebentin, denn wir werden jetzt mal einen Blick darauf werfen, wie die Aufgaben zwischen HVV auf der einen Seite und der Hochbahn auf der anderen Seite verteilt sind, wo es Schnittmengen gibt.
Und deswegen haben wir uns an einer solchen Ersatzhaltestelle getroffen, denn daran kann man das ganz gut sehen und erklären. Wie sind da die Aufgaben verteilt? Also wofür ist der HVV verantwortlich und was macht die Hamburger Hochbahn? Also die Hochbahn ist natürlich für den Betrieb zuständig und wir betreuen auch so ein bisschen den Bau und wie die Haltestelle ausgestattet wird. Der HVV legt fest, dass hier überhaupt eine Haltestelle hinkommt. Und welche Linien hier halten werden. Also es war lange die Diskussion, welche Linien halten hier. Mit hier meint Lisa Repentin übrigens die Straße Großer Burster in der Altstadt. Die Haltestelle, die dort entstehen wird, ist ein Beispiel von vielen für eine Schnittstelle zwischen HVV und Hochbahn. Denn auf der einen Seite hat der HVV beschlossen, durch die Erschaffung einer Haltestelle das neue Geschäftsviertel zu erschließen. Die Hochbahn wiederum kümmert sich um die Ausstattung einer neuen Haltestelle wie diese. Also die Grundausstattung ist der Haltestellenmast. Also hier haben wir die spartanische Lösung, also das ist den mobilen Haltestellenmast. Da kommt natürlich auch noch ein Fester hin. Dann haben wir den Fahrgastunterstand. Da stellen wir auch jedes Jahr so 50 Stück ungefähr neu auf. Das muss ich dann immer anhand der Fahrgastzahlen sehen, wie viele steigen dort ein oder aus. Und wo gibt es vielleicht soziale Aspekte, Krankenhaus, Kita, Schule. Das spielt halt auch eine Rolle. Dann als nächstes haben wir die DFI, die sogenannte dynamische Fahrgastinformation. Dann haben wir die Fahrkartenautomaten. Die sollen natürlich auch noch die Fahrer entlasten. Die kommen an Haltestellen, wo es sich, sagen wir mal, lohnt. Wir fassen noch einmal zusammen. Der HVV besteht seit nunmehr 50 Jahren. Hamburg war zur Gründungszeit Pionier für einen integrierten öffentlichen Nahverkehr und Vorbild für die Entstehung von Verkehrsverbünden in aller Welt. Heute beauftragt der HVV insgesamt 30 Verkehrsunternehmen mit der Beförderung von Fahrgästen im Gesamtbereich Hamburg. Als größtes und leistungsstärkstes Unternehmen sticht die Hochbahn hervor. Trotz einiger kritischer Jahre haben sich die Fahrgastzahlen fortlaufend gesteigert. Im Verbundraum leben etwa 3,5 Millionen Menschen, die das HVV-Angebot zusammen mit Gästen der Metropolregion rege nutzen. Im vergangenen Jahr brachte der HVV übrigens über 738 Millionen Fahrgäste ans Ziel. Über 430 Millionen davon waren mit der Hochbahn unterwegs. Das war's von uns. Das war das Hochbahnmagazin. Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ich kann nur so viel verraten für die nächste Ausgabe. Es wird sehr weihnachtlich. Bis zum nächsten Mal. In Hamburg sagt man Tschüss.